Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Crusader Kings 3 mit unserem König Hans dem Dritten. Er hat ja hier Liebesbläschen, man sieht sie mir auch an. Und bevor ich hier weiterlaufen lasse, mal was anderes, was Besonderes, was ich dem allseits beliebten und bekannten Steinballen zu verdanken habe. Er hat hier vorgeschlagen, so ein Mod zu installieren. Und hier sieht man dann die kompletten Stammbäume. Das ist ja schon mal super, wenn man ab und zu sich denkt, wo kommt denn der her? Hier sieht man es zwar noch, seine Eltern und Großeltern, aber dann wird es schon mal ein bisschen hart, wenn man dann weiter zurückschauen will. Und vor allem ist es doch manchmal so, wenn man dann mal hier irgendwelche Kinder irgendwo hat, dann ist man sich dann teilweise nicht sicher, wenn er anzeigt, wo kommt denn der her? Und da kann man hier dann vielleicht dann genau nachschauen und dann sich besser ein Bild verschaffen. Okay, wie zu Beginn einer jeden Staffel schauen wir uns natürlich erstmal an, okay, er ist hier in dem Miesen im Moment. Natürlich zeigt das ja auch an, ihr seid verschuldet. Hier sind wir die Dritten und beziehungsweise Vierten in der Rangfolge. Das wird nicht klappen. Und jetzt schauen wir mal los, was im Königshof los ist. Da kommt hier der oberste Ritter. Eine gesunde Rivalität zwischen kernigen Kämpfern ist etwas Erwartbares. Doch die wachsende Zwietracht zwischen Arnaud, einem Ritter, und Girolamo, okay, das ist sogar unser Ratsmarschall, stört die Stimmung bei Hofe. Arnaud wird weiterhin das größere Kennen zugesprochen. Okay, ist es so? Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Doch er teilt die nicht, ja, da würde ich mal sagen. Möge mein bester Ritter gewinnen. Ja, schauen wir uns ihn hier nochmal an. Ja, ich handle besser rasch. Ja, im Moment würde ich mal sagen, möge der Beste gewinnen. Aber ich würde sagen, da holen wir uns eine Zufallszahl und dann werden wir mal zufällig hier entscheiden. Okay, Google. Okay, Google. Eine Zufallszahl zwischen 1 und 4. Schauen wir mal. Hier ist eine Zufallszahl. 3. 3. Okay. Sagt er dann, ich werde euch beide Demut lehren. Okay, da kommt der Zweikampf. Ach, der will jetzt hier mit uns kämpfen. Okay, wie sind wir hier überhaupt drauf? Ja, wir sind im Kampfgeschick ausgezeichnet. Okay, da würde ich mal sagen, Angriff. Mein Hammer wirbelt wie fließend Wasser um Arno herum. Okay, das haben wir nochmal Angriff. Da sagen wir jetzt, ich werde euch zeigen, wie ich mit dem Hammer umgehe. Okay, weil wir Jungjäger sind, sagen wir, törichtes Geschöpf, nehmt das. Okay, haben wir natürlich gewonnen. Es ist klar. Also natürlich jetzt verwundet. Als die Axt aus seiner Hand fällt, stottert Arno schließlich
Ein leichtes ist GB auf. Ich bin siegreich. Sehr schön. Okay. Und wir könnten natürlich auch gleich Hof halten und das werden wir natürlich machen. Okay, dann lass die drei Leute rein. Okay, da kommt der Arno schon wieder. Ich habe euch stets treu gedient, Lehnsherr. Ihr wisst, dass ich den Angriff gegen Freiherr angeführt habe. Doch bin ich nicht mehr so jung wie damals. Okay, Galloway oder Nürnberg? Nee, er kann nur Galloway erhalten. Okay, schau mal. Schau mal, Galloway ist ja da heroben, glaube ich. Okay, das haben wir selber. Dann holen wir uns die Axt von ihm. Und was kommt jetzt? Staub zu Staub, ein dünner zerlumpter Bauer steht vor mir und starrt auf die Opulenz meines Thronsaals. Da er offensichtlich abgelenkt ist, rufe ich nach ihm, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Oh, verzeih mein Fürst, ich, mein Dorf Galloway. Okay, Braunfäule. Wir können uns das nicht leisten im Moment. Tut mir leid. Wenn die Felder unfruchtbar sind, sollte man zum Schwert greifen. Und jetzt Aufruf zum Krieg, o gütiger Hans, ich bin Benetu, ein Gast von uns, bin weit gereist. Der Mann vor mir verbeugt sich tief, bevor er mit seinem gut einstudierten Plädoyer fortfährt. Mein Cousin Achon sitzt so derzeit auf dem Thron. In Wahrheit stehen die Ländereien rechtmäßig mir zu. Ja, wir können im Moment hier nichts machen, bis wir wieder im Plus sind. Das tut mir leid. Okay. Was haben wir hier jetzt mit dem Inventar? Weil wir haben ja Kampfgeschick plus 7. Ich stoppe mal. Okay, und das wäre bloß Kampfgeschick 3. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so und vielleicht brauchen wir noch mal, damit wir jemanden beschenken können. Okay, Buska. Die Buska ist in der Heilkunst ausgebildet. Was haben wir denn hier für den Bernhard? Ja, der ist natürlich ein richtiger Arzt. Okay, tut uns leid. Da können wir jetzt mal nichts machen. Es ist ja auch jetzt so reich, schauen wir mal die Nachfolge, das wird ziemlich hart werden. Das wird ziemlich hart, aber ich habe mir auch sagen lassen, dass diese paar Leutchen hier, die jeweils haben, wir uns relativ schnell wiederholen können, wenn es dann soweit ist. Aber im Moment ist es noch nicht so weit. Und da warten wir mal ab. Da warten wir mal ab. Gehen wir mal auf die 3. Wir sind ja sehr fromm. Vielleicht lässt sich der Papst da mal wieder bezirzen. Hier sind wir ja auch im Plus mit unserem Erzbischof. Ich
Schauen wir mal, wie es um den Papst steht. Ja, der macht uns auch. Der macht uns auch. Okay, Ratsmarschall beeindruckt die Vasallen. Immer wieder der Anruf. Okay. Jetzt ist er auch schon wieder fit. Wenn das der war. Oder wenn es vielleicht mehrere gibt. Von der Sorte. Okay, wie schaut es sonst aus? So ziemlicher Flickenteppich hier, würde ich einmal sagen. Hier ist ja das Augsburg komplett gespalten. Euphemia wird erwachsen. Okay, die hat hier noch keinen. Unsere Tochter, wie schnell sie doch Flücke werden. Ja, sie ist intelligent. Sollten wir einen Ehepartner finden. Schauen wir mal hier rein, was denn hier... Ja, Bündnisse haben wir genügend. Bündnisse haben wir tatsächlich genügend. Schauen wir mal hier. Summe aller Werte. Wer hier denn der Beste wäre? Okay, soll natürlich auch altersmäßig was einigermaßen darstellen. Schauen wir mal, Altersunterschied. 5 Jahre, sagen wir einfach mal. Okay, das ist ein Ritter von uns. Ja, das ist natürlich hier schlecht, aber hier hätten wir auch noch einen. Auch einen intelligenten. Jo, so machen wir das. Ich würde auch mal sagen, matrilinear machen wir hier nicht bei den Mädels. Schauen wir mal. Okay, ausgezeichnet. Okay. Okay, hat hier irgendwas mit Frankreich zu tun? Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Gibt es hier was Neues? Nee. Außer, dass wir hoffentlich bald nicht mehr verschuldet sind. Weil das kommt nie gut. Jetzt genau auf Null. Okay. Prinz Gerhard. Wechsle die Kultur. Okay. Okay, weil er ja hier sitzt. Okay, was ist jetzt los? Euer Ratskanzler Herzog Engelbert ist bereits seit einiger Zeit zu Gast. Die Art, wie er versucht, mein Haushalterin versucht. Was für ein Fürst entsendet eine derart schreckliche Vertretung? Ja, das sagt unser Bruder. Ja, das ist unser Ratskanzler. Der Starkarm, Engelbert Starkarm. Ja. Und jetzt Gemahlin und Ratsspitzel kooperieren. Okay. Okay, Bauernaufstand. Was vielleicht noch interessanter mal wäre, kann man denn den Papst, ja, das sieht man niemand, so weit ja niedrige Geburt ist.
Okay. Vielleicht sieht man nur, wenn irgendwelche Könige oder sowas oder zumindest Grafen irgendwo sind. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier den Krieg erklären könnten. Vielleicht gibt's noch irgendwas. Okay, Manfredo. Britanni, Munster. Oh, der hat aber auch sehr, sehr viele Leute. Das ist zu hart. Großmähren. Okay. Oh, das ist ja wirklich groß. Das wäre das Ding dann. Boah. Das ist ja Wahnsinn. Burgund. Ja, die haben alle so viele Leute. Die haben alle sehr, sehr viele Leute. Aber wir sind wenigstens jetzt einmal wieder im Plus. Da gibt es auch hier. Okay, die erhalten jetzt. Okay, weil die Euphemia. Achso, die erhält auch geschätzter Verwaltungshöfling. Prima. Okay. Mehr Kontrolle in Galloway. Ist Galloway jetzt durch? Okay, das ist jetzt durch. Da erhalten wir jetzt auch 2,86. Was könnte man hier noch? Big Town. Okay. Okay, das kann man alles noch nicht, weil wir diese ganzen Kultursachen hier noch nicht haben. Diese ganzen Innovationen. Kurs machen wir jetzt mal. Okay, auf jeden Fall ist die Kontrolle jetzt durch. Das passt schon mal. Das ist gut. Wäre natürlich hier auch ein bisschen ein Witz, jetzt hier irgendwie auch noch alles schwäbisch machen zu wollen. Okay. Und was ist hier los? Genau, Vorzüge. Dann machen wir hier weiter. Friedensannahme machen es dann schon bei 90%. Und hier galant. Ja, halt mal nochmal Kriegsführung plus 2. Okay. Okay, Burgund hat sich hier auch reingeschlichen. Okay. Gegen die Tyrannei, weil wenn es jetzt hier so eine kleine Grafschaft wäre, was ist denn hier? Jerusalem hat sich hier rein gebaggert. Könnte man denn? Okay, wir haben hier keinen Anspruch. Was ist denn hier mit Istrien? Das wäre schon mal was. Das wäre mal was. Schauen wir mal wieder unsere ganzen Domänen durch. Okay. Was ist da? Okay, passt eigentlich alles. Naja, und ich denke mir, wenn es dann so ist, dass das Reich mehr oder weniger ein bisschen auseinanderfällt, da
dann können wir ja vielleicht. Moment, okay. Ach, da brauchen wir absolute, dass man sagen kann, ich werde hier einen Nachfolger einsetzen. Aber wir könnten auf 4 gehen. Da sollte man gleich mal auf 4 gehen. Dann gehen wir auf 4. Und könnte man gleich den Helferich hier einsetzen. Okay. Jo, das hat es noch nie gemacht, aber dann werden wir mal schauen. Hat Vorrang, wenn es darum geht, wer der nächste Reichserbe wird. Ja, okay. Und da schaue ich jetzt einmal kurz durch. Okay, die Vasallen mögen es nicht. Der Beitrag steigt. Vasallensteuer. Okay. Okay, ja, da bin ich ja gespannt, ob es dann mal eine Fraktion hier geben wird. Aber das werden wir sehen und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.